Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, Sie haben jetzt gleich letztmalig die Gelegenheit, dafür zu sorgen, dass in dem neu entstandenen Stadtteil Hafen City ein für alle Altersklassen ligatauglicher Sportplatz entstehen kann. Aktuell planen Sie dort nur ein Kleinspielfeld in den Maßen 75x55, auf dem Kinder bis 12 Jahre ihre Ligaspiele austragen können. Auf einem Platz der Größe 90x55 könnten alle Altersgruppen ihre Ligaspiele austragen. Und genau darum geht es, um 15 Meter. 15 Meter, die darüber entscheiden, ob Kinder, die in der Hafen City aufwachsen, künftig ein Vereinsleben vor Ort kennenlernen werden oder nicht. Ob sie die Dekadenstrategie, zu deren Einhaltung sie sich unzählige Male verpflichtet haben, als eine städteplanerische Leitlinie ansehen oder ob das für sie nur ein Stück Papier ist. 15 Meter, die darüber entscheiden, ob allgemeingültige Richtlinien nicht nur da eingehalten werden, wo es politisch opportun ist, wie zum Beispiel bei den Radwegen, oder auch in anderen Lebensbereichen wie beim Sport. Wenn dem so wäre, hätten Sie nämlich dort 2 Großspielfelder errichten müssen in der Hafen City. Ob Sie vor wirtschaftlichen Interessen einknicken oder das Wohl und die Lebensqualität der Generationen von Menschen, die in der Hafen City leben werden, höher einschätzen. 15 Meter, die darüber entscheiden, ob die ganzen schönen Reden von Ihnen über die wichtige Funktion des Sports hinsichtlich Wertevermittlung, Gesundheitsvorsorge und Integration ernst gemeint waren oder aus der Sparte Sonntagsreden kamen. Darum geht es, und über all das werden Sie jetzt gleich entscheiden. Herr Grote, der voll des Lobes bei dem Abschied von Herrn Hansen war, welcher jahrzehntelang hier verantwortlich für die Sportanlage in Hamburg war, da hat der Herr Hansen, als er gegangen ist, gesagt, dass den einzigen Sündenfall in seiner Laufbahn war der, um nicht das Wort Katastrophe zu verwenden, dass in der Hafen City kein Sportplatz errichtet wurde. Und jetzt soll diese grandiose Fehlplanung, an der Herr Grote als Sportsenator und ehemaliger Bezirksamtsleiter einen maßgeblichen Anteil persönlich zu verantworten hat, einfach so durchgezogen werden? Ein Vorschlag zur Gesichtswahrung. Wenn Sie den zur Abstimmung stehenden AfD-Antrag nicht annehmen, dann lehnen Sie den Antrag halt ab. Ändern ihn einfach an einigen Stellen und bringen ihn als Ihren eigenen Antrag ein paar Sitzungen später wieder ein. Das soll es schon mal gegeben haben und das wäre mir auch wirklich egal. Einzig und allein wichtig ist nur, dass in der Hafen City ein für alle Altersklassen ligatauglicher Sportplatz errichtet wird. Danke.